Servus Leute, ja, mittlerweile ist die Leipziger Buchmesse schon eine Zeit lang her und vielleicht habt ihr nicht alle meine Videos komplett gesehen, alle meine 4 Videos von der Leipziger Buchmesse. Ja, und da habt ihr dann vielleicht auch verpasst, was ich von der Leipziger Buchmesse denn für Bücher mit nach Hause gebracht habe. Die möchte ich euch heute vorstellen. Ja, ich habe ja auch ein Buch, nämlich Elaine Rabenkind, mit zur Leipziger Buchmesse genommen, ja, damit die Autorin, die Jessica Burnett, noch signieren kann. Ich dachte mir, hey, ich nehme das einfach mal mit. Und da habe ich von der Jessica Burnett dieses wunderschöne metallene Federlesezeichen noch bekommen zu ja, ihre Signierung, wie kann man es erkennen? Keine Ahnung. Ja. Und ja. Aber ja, ich glaube, ich bekomme dann zu ja, Markus Heitz. Spiegel Bestseller Autor Die dunklen Lande, erschienen im Gdauer Verlag, und ich möchte euch mal ganz kurz vorlesen, um was es sich hier dreht. Ein blutiger Krieg, finstere Mächte und Magie. Zwei mutige Frauen stellen sich dem Bösen. 1629, der 30-jährige Krieg erschüttert Europa und tobt besonders gnadenlos in Deutschland. Die junge Abenteurerin Aileen Kane reist in die neutrale Stadt Hamburg, um das Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane zu finden. Dazu nimmt sie zusammen mit ihrer Freundin Tamina, einer persischen Mystikerin, den folgenschweren Auftrag der Westindischen Kompanie an. Eine zusammengewürfelte Söldnertruppe soll sich nach Bamberg durchschlagen und 5 Personen abholen, um sie sicher in die Hansestadt zu eskortieren. Was sie nicht wissen, Bamberg ist die Stadt grausamer Hexenprozesse und der Anführer der Truppe, Nikolas, verbirgt ein düsteres Geheimnis. Schon bald geht es für die Söldner nicht länger nur um den Auftrag, sondern um alles oder nichts. Um zu überleben, müssen Aileen, Tamina und ihre Klingen mit der dämonischen Macht ihre Klingen mit der dämonischen Macht kreuzen, die Wirren des Krieges zu ihrem Vorteil nutzen will. Also, Bamberg ist ja nicht so arg weit von mir hier entfernt, im Fränkischen, meine fränkische Heimat, und da bin ich mal gespannt, was der gute Markus Heitz da draus ersonnen hat. Cooles Cover, wie ich finde, sieht geil aus und hört sich auch verdammt cool an. Ja, dann als nächstes, was habe ich? Ja, vielleicht wisst ihr, ich bin ein Stranger Things Fan und hier von Netflix ja, erschienen ist das im Pinguin Verlag. Ja, Stranger Things, das Geheimnis um Elfie, die Vorgeschichte zur Erfolgsserie. Am 4. Juli kommt bei Netflix die dritte Staffel online und die ist ja so geil schon angeteasert worden. Bin sehr gespannt und ich will vorher auf jeden Fall ja, noch die Vorgeschichte zu der ganzen Geschichte um Elfie und die Jungs und Mädels lesen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, das habe ich mir
Nee, habe ich nicht mitgenommen. Ich habe es geschenkt bekommen von einer Melanie, hallo, Freundin, die das ja, mir gegeben hat, mir geschenkt hat. Dankeschön. Aber es war eben auf der Leipziger Buchmesse. Dann, warte mal. Als nächstes kommen wir zu Adula von Jamie L. Farley. Ja, ist das nicht ein geiles Cover? Ah, richtig düster, cool. Adula, Schutt und Asche aus meinem geliebten Sternensand Verlag. Ich lese euch auch mal ganz kurz hier den Klappentext vor. Als Dunkelelf im Kaiserreich Adula zu leben, bedeutet weniger wert zu sein als Straßendreck. Duhirion ist einer von ihnen und musste früh lernen, dass das Leben nicht fair spielt. Insbesondere dann nicht, wenn man mit grauer Haut geboren wird. Menschen, Zwerge, Waldelfen und Hochelfen blicken auf ihn und seinesgleichen herab wie auf Ungeziefer. Als Kind wurde er an die Assassinengilde Umbra verkauft und dort unter grausamen Bedingungen zum Meuchelmörder ausgebildet. Eigentlich hatte er nicht geplant, sich in die beginnenden Aufstände seitens der Dunkelelfen einzumischen, auch wenn er die Unterdrückung seines Volkes nicht gutheißt. Doch da ist seine verbotene Liebe zur Waldelfin Elanor. Die Beziehung zu ihr lässt Duhirion unfreiwillig ins Zentrum der Unruhen rücken. Und dabei wird nicht nur sein Leben in Gefahr gebracht. Es hört sich richtig cool an und ist mal ja, so ein richtig, richtig cooles High-Fantasy-Spektakel. Ja, freue ich mich drauf. Und ja, der Autor ist auch ein ganz, ganz sympathischer. Ja, hab den ja vielleicht in einem oder anderen Video von der Messe ja, gesehen. Ja, dann haben wir nächstes ja, Sternfeuer von Regina Meissner habe ich mir auch signieren lassen. Da lese ich euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Ist das da auch wieder ein geiles Cover? Aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal in die Kamera gehalten. Am Tag ein Schwan, in der Nacht ein Mensch, gefangen an einem einsamen See mitten im Wald. Das ist das Schicksal der verwunschenen Prinzessin Estelle. Es scheint ihr aussichtslos den Fluch zu brechen. Der Sinn der rätselhaften Worte auf einem geheimnisvollen Pergament, das der einzige Schlüssel ist, bleibt ihr verborgen. Erst als der junge Jäger Aiden am Schwanensee auftaucht, erhält sie neue Hoffnung. Womöglich gelingt es mit seiner Hilfe, das Rätsel zu lösen und den Weg zu beschreiten, der Estelles Dasein als Schwanprinzessin beenden könnte. Doch was wird dann aus ihren Schwestern, die ebenfalls von einem Fluch befallen zu sein scheinen? Ja, hört sich auch sehr cool an. Und ja, das habe ich mir auch signieren lassen. Und ja, da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Die Autorin von Jägerseele, ein Tess Charlies Roman, auch erschienen im Sternensand Verlag. Ja, und eben da habe ich mich besonders drauf gefreut, die Nicole Schumacher, die Autorin von diesem schönen Buch, mal persönlich zu treffen. Und wie ihr vielleicht auch in einem Video gesehen habt, ja, die gute Dame hat ein Fable für Cosplays und war an dem einen Tag als Harley Quinn unterwegs und am Samstag? Ich weiß gar nicht mehr. Am anderen Tag war sie als Effie Trinket
von die Tribute von Panem unterwegs. Und das sah richtig hammer geil aus. Vielleicht blende ich mir mal ein paar Bilder hier ein, wenn ich dran denke. Also falls ihr jetzt hier Bilder von Nicole Schumacher seht, eine Augenweide, diese Autorin, ob jetzt ohne oder mit Cosplay. Ja, und ich bin gespannt auf dieses Buch. Und ich lese euch auch mal kurz den Klappentext vor. Na, Lust auf ein Abenteuer? Mein Name ist Tess Charlize. Tess Carlisle. Keine Ahnung, Nicole. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und die Geschichte erzählt von meinem verrückten Leben als Kautionsdetektivin im guten alten magischen New Orleans. Puh, mein Alltag ist nicht immer einfach, versteht mich nicht falsch, ich liebe diese Stadt. Aber meine tägliche Routine besteht leider allzu oft aus unschönen Begegnungen mit stinkenden Trollen, pöbelnden Kleinganoven und unkooperativen Nymphen, von unheimlichen Voodoo-Shop-Besitzern und ständig Streiche spielenden Mitbewohnern will ich erst gar nicht anfangen. Und oh, die nächste Miete ist auch schon wieder fällig. Da kommt ein gut bezahlter Auftrag für diesen reichen Schnösel, also den selbsternannten Wohltäter der Stadt, doch gerade recht, oder? Hätte ich doch nur vorher gewusst, dass ein unerwartetes Ereignis plötzlich das nächste jagt und irgendwann auch vom Ende der Welt die Rede sein wird. Aber schließlich zeigt sich mir einmal mehr, wie wichtig es ist, Freunde zu haben, auch wenn diese nicht immer menschlich sind. Es hört sich richtig cool an auch und scheint so eine Mischung, so eine Urban Fantasy Mischung New Orleans, zu sein. Und ich bin auch total gespannt drauf, weil sich schon der Klappentext richtig geil liest und anhört. Und es scheint irgendwie auch ganz lustig und humorvoll geschrieben zu sein, glaube ich, denke ich. Hoffe ich. Ja, und da habe ich noch ein Buch, und da muss ich dazu sagen, das hat mir der Mann der Autorin einfach mal so in die Hand gedrückt. Danke nochmal dafür, da nimm mal mit. Das ist Unlike von Heiratsanträgen und verschollenen Goldfischen. Das ist der zweite Teil zu dieser Geschichte. Ist denn der erste Teil? Hier, das ist der erste Teil. Ist eine süße Weihnachtsgeschichte. Young Adult Weihnachtsgeschichte. Und das ist hier der zweite Teil. Der schwarze Drache von Karinth. Ich glaube, das sind zwei Bücher in einem. Denn der schwarze Drache von Karinth ist auch von der Corinne Spöri geschrieben worden. Ist das nicht cool? Zwei in einem. Ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Cool, oder? Ich habe dazu eine Rezi gemacht, also schaut euch die an, falls ihr interessiert seid an dem Buch. Mir hat es saumäßig gut gefallen, obwohl das eigentlich so gar nicht mein Genre ist, aber es ist halt wirklich ein richtig, richtig gutes Buch. Dann kommen wir zu einer Autorin, und zwar zur Autorin von diesen schönen Büchern hier, von Benji Levy, Miriam Rademacher. Ja, diese Bücher sind allerdings im Sternensand Verlag erschienen und
Diese Reihe ist im Carpathia Verlag erschienen. Ja, der Tanz des Mörders, Krimi-Roman. Ja, ist ein Krimi. Das ist hier der erste Teil dieser Reihe. Und da lese ich euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Irgendwann verstummte er und starrte auf das geronnene Blut, auf Hals und Bluse, starrte auf die Mordwaffe, die noch immer in Mrs. Summers rechtem Ohr steckte. Der rote Zeiger stand auf Huhn. Mrs. Summers seltener Ohrschmuck war ein Bratenthermometer, das tief in ihrem Schädel eingedrungen war und die gut 10 cm lange Metallspitze kratzte vermutlich gerade an einer Gehirnwindung. Ein Dorf in Mittelengland, 2 Morde und ein ungewöhnliches Ermittlertrio. Die alte Mrs. Summers sitzt eines Morgens tot im Sessel, ein Bratenthermometer im Gehörgang. Im Wald wird ein unbekanntes junges Mädchen gefunden, erschlagen mit einem Fleischklopfer. Ex-Tanzlehrer Colin, Pfarrer Jasper und die kleinwüchsige Krankenschwester Norma haben eine ganz eigene Idee, wie man den ominösen Küchenutensilienmörder findet. Man bringt ihm das Tanzen bei. Ja, ihr habt vielleicht meine Lesung, also nicht meine, aber die Lesung von Miriam Rademacher in meinem Leipziger Buch, Buchmesse-Video gesehen. Ich glaube, sonntags. Ja, sonntags war das. Habe ich eine Lesung von aus dieser Buchreihe gefilmt und da könnt ihr mal reinschauen, wie sich das anhört. Ist nämlich unheimlich, wie ich finde, lustig geschrieben, lustig und spannend. Ja, das hört sich auf jeden Fall hammer interessant an und das wo mich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Thriller und ich bin kein Krimi-Leser und auch nicht so wirklich Young Adult und so, ne? Aber ab und zu habe ich mal Bock drauf und da habe ich wirklich Bock drauf, weil ich finde, die Schreibweise von Miriam Rademacher ist nämlich richtig sensationell klasse, richtig geil. Und falls ihr Benji Libby schon mal gelesen habt, ja, das ist einfach, ja, Miriam Rademacher ist halt, gut, das ist eine andere Story, klar, aber die Frau kann richtig, richtig cool schreiben. Und ja, ist auch eine sagenhaft sympathische Autorin. Also, und ja, ich lese mal wieder Krimi. Juhu, ich freue mich drauf. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe, als ich da war, beim Carpathia Verlag noch diese CD, also das Hörbuch zu, wie ihr unschwer erkennen könnt, dazu geschenkt bekommen. Also, boah, ja, ihr wisst ja, ich nehme ja eigentlich grundsätzlich keine ja, Rezensionsexemplare an. Deswegen ja, hier Messebuchhandlung, das ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist der Beleg. Ich habe die ganzen Bücher selber gekauft. Deswegen fand ich es dann nicht ganz so schlimm, dass mir ja, der gute Verlagschef hier diese Hörbuch-CD in die Hand gedrückt hat. Und ich bin noch ganz, mal gucken, das Hörbuch, ich habe nämlich auf der Messe auch mal ganz kurz da reingehört, hört sich richtig cool an und ist also wirklich lustig. Spannend, lustig eben. Ich glaube, ich werde mal in diese Krimi-Reihe als Hörbuch einsteigen. Von dem her, ich freue mich drauf. Also Miriam, ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ja, dann
kommen zum nächsten Buch, das ist aus dem Fehu Verlag. Und ihr habt vielleicht auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das, ich glaube, das war das Donnerstagsvideo, da könnt ihr, glaube ich, ein kleines bisschen aus der Lesung aus diesem Buch sehen, aus dem Donnerstagsvideo von der Leipziger Buchmesse. Denn die Tanja Kamann war da auch zugange und hat eben aus ihrem Roman Der Mitternachtsladen Verbundene Welten vorgelesen. Wie gesagt, erschienen im Fehu Verlag. Und ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Ein Laden mitten im Wald. Lina staunt nicht schlecht, als sie die sanften Lichter im strömenden Regen entdeckt. Erleichtert steigt sie die wenigen Stufen hinauf und ahnt nicht, dass sie damit die Schwelle zu einer anderen Welt übertritt. Als ihr der Besitzer des Ladens einen Job anbietet, greift Lina dankbar zu, denn ihr finanzielles Polster ist kurz vor dem Abitur alles andere als üppig. Lina packt Ware aus, ölt Holzregale und arrangiert Kristallkugeln. Aber bis spätestens Mitternacht muss sie den Laden stets verlassen haben. Zudem scheint ihre Kollegin Mara etwas vor ihr zu verbergen. Dann aber lernt Lina Brandon kennen, den attraktiven Sohn des Ladenbesitzers, und stolpert unversehens in eine Welt voller Gefahren und magischer Begegnungen. Wird Brandon Lina das Geheimnis des Mitternachtsladens anvertrauen? Ja, ich wollte das Buch schon echt länger haben und ich wollte das Buch aber unbedingt von Tanja Kamann signiert haben. Und dann dachte ich mir, boah, okay, ich hab noch ein paar Bücher so als Puffer, ne, also mir gehen die Bücher so schnell nicht aus, will ich sagen. Deswegen war es nicht ganz so schlimm, aber ich wollte das Buch unbedingt signiert haben und ja, das haben wir in Frankfurt leider nicht geschafft und vorher auch nicht. Und, ja, also habe ich das jetzt in Leipzig mitgenommen und signieren lassen. Und ich bin super drauf gespannt und ich finde das Buch auch so schön, hat keinen Schutzeinband, wie man hier sieht, sondern das ist so, ja, Buch halt direkt bedruckt, so wie im Stile der alten Harry Potter Ausgaben. Ja, und ich bin super drauf gespannt, weil super schön, ja, ich habe da so schon länger mal ein bisschen reingeschnuppert und ein paar so ganz am Anfang so ein bisschen gleich kurz quer gelesen und es liest sich schon so richtig, richtig cool und ich freue mich da ganz arg drauf. Ja, und dann hat eine Freundin von mir, die Jennifer Jäger, aka Lisa Grimm, ein zweiter Teil ist es ja nicht, es ist ein Prequel aus ihrer Welt der nordischen Götter, die Helden von Midgard heißt dieses Buch und sieht auch wieder hammergeil aus, ist das ein wahnsinnig schönes Cover, erschienen im Knauer Verlag, also bei Drömer Gnauer. Und da lese ich euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Ein menschlicher Krieger, der dazu aussehen ist, ein Held zu werden. Eine unsterbliche Walküre, die seinen Weg begleiten soll. Und der Gott des Chaos, der beide scheitern sehen will. Der Krieger Eric ist dazu bestimmt, ein wahrer Held zu werden. Auf diesem schwierigen Weg wird er von dem Gott Tyr und der Walküre Kara unterstützt. Für Kara keine leichte Aufgabe, denn sie ist heimlich in den jungen Mann verliebt, der nicht ahnt, wer sie wirklich ist. Doch dann erfahren Tyr und Kara von Loki, dem Listenreichen, dass Göttervater Odin es allen Bewohnern Asgards untersagt hat,
sich den Menschen zu nähern. Sie ahnen nicht, dass Loki ein falsches Spiel mit ihnen spielt, denn der Gott des Chaos hat ganz eigene Gründe, warum er Eric um jeden Preis aufhalten will. Yay. Unbedingt lesen Heilbronner Stimme über die Götter von Asgard. Yeah. Ich bin sehr gespannt, wie der zweite Teil von die Götter von Asgard. Nee, es ist nicht der zweite, es ist ein Prequel. Die Götter von Asgard, ja, war schon cool. Und jetzt eben das Prequel auch aus dieser Welt von Lisa Grimm oder eben Jennifer Jäger. Falls ihr nicht wisst, eigentlich heißt die Autorin Jennifer Jäger und ihre Oma hieß so, ne? Grimm. Grimm, man Grimms Märchen, das ist ein Autorenname, ey. Zucker. Dann kommen wir als letztes zu einem richtig, richtig coolen Buch. Ich habe es schon gelesen, denn ich kam von der Messe heim und musste das Buch unbedingt sofort lesen. Und ich habe das inhaliert wie nix und habe das mir reingezogen. Das war rucki zucki ging das. Und zwar Blackfoot, Briefe an mich von Britta Sabbag. Ja, und ich habe mich so riesig gefreut, die Britta Sabbag endlich mal persönlich kennenzulernen. Über die Jahre haben wir schon öfters mal Kontakt gehabt über Social Media und so. Aber ich habe sie leider bisher aus keinem, ich weiß auch nicht warum, noch nie persönlich so kennengelernt, und es hat mich so gefreut. Das ist so eine sympathische, nette Autorin, und das ist das Samstagsvideo von der Leipziger Buchmesse, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da bekomme ich mein wunderschönes Buch von Britta Sabbag signiert irgendwo. Ja, hier. Könnt ihr das erkennen? Ja. Erschienen bei Fischer Jugendbuch. Ich meine, hey Leute, gebt euch mal dieses Cover. Ja, könnte glatt im Sternensand Verlag erschienen sein, so schön wie das Cover ist. Aber nee, es ist bei Fischer Jugendbuch erschienen, und auch hier dieses hat was. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Buch. Ich lese euch mal hier den inneren Klappentext vor. Würde man einen Brief von seinem zukünftigen Ich lesen wollen? Für Gesine ist das keine Frage. Natürlich würde sie. Denn nach dem Tod ihrer Mutter muss sie alleine zu einer Verwandten nach Irland ziehen. In dem kleinen, verschlafenen Dörfchen Blackwood hat sie niemanden, mit dem sie so richtig über ihren Kummer sprechen kann. Auch nicht über Arian Mary, den unverschämt gut aussehenden Sohn der örtlichen Butterdynastie. Also, na, so irische Butter. Noch dazu machen sie die Dorfbewohner mit Geschichten über allerlei übersinnliches Zeug verrückt. Alles Quatsch, denkt sich Gesine, bis sie in einem geheimnisvollen alten Schreibtisch einen Brief von ihrem zukünftigen Ich findet, der ihre Welt ganz schön durcheinander bringt. Hammer. Mir hat das Buch wirklich, wirklich sagenhaft gut gefallen. Und ich hab's wunderschön signiert bekommen auf der Leipziger Buchmesse. Ja, und noch so ein paar Kleinigkeiten habe ich, so Goodie Bags,
habe ich bekommen auf der Leipziger Buchmesse. Das hier ist so ein kleines, ja, so eine süße Postkarte mit viel Spaß, Sternchen drauf. Voll cool, ja, so, ne, weil Sternensand Verlag und ein Sternchen und viel Spaß von der lieben Nicole Schumacher. Schönes Lesezeichen und einen coolen Schlüsselanhänger. Ich finde es cool. Ich habe einen neuen Schlüsselanhänger. Werd ich gleich mal meinen Schlüssel dranhängen oder an meinen Schlüsselbund. Und ich glaube, das ist ein Aufklebe. Glaube ich. Muss ich mal ausprobieren. Da finde ich bestimmt ein schönes Plätzchen, wo ich das Aufkleberchen drauf machen kann. Schöne Tüte. Und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, ich weiß. Die Tüte hier aufmachen. Da ist ganz schön was drin. Oh ja, das ist dieser wunderschöne Goodie Bag, den es bei diesem Meet and Greet Treffen von meiner liebsten, allerliebsten Laura Newman gegeben hat. Und da sind eben von Sandy Meyer auch noch, quasi eine Visitenkarte drin mit ihren ganzen Social Media Accounts drinnen drauf, Autorin, ne? Und ich bin ganz gespannt, ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich mir mal die anderen Autorinnen ansehe. Ach, die sind wieder so schön. Diese Lesezeichen, Nachtsonne und Disney World. Ich habe ganz vergessen, Laura, dich zu fragen, was denn jetzt mit dem zweiten Teil ist von Disney World. Aber ich krieg schon mit, wann der rauskommt. Oder ob da irgendwann mal an. Ich will schon. Lassen wir das. Johanna Kramer nur für diesen Moment, das Lesezeichen, wenn du wieder gehst. Und was war heute dein schönster Moment? Keine Ahnung. Ganz schöne Postkarten. Und Klaus Hammering, der Thriller-Autor von Blutparadies. Laura Newman ist das, falls ihr das nicht wisst. Der Autor. Hey, Wildnis. Lauras Wildnis. Ist cool. Das ist geil. Das ist wirklich ein super schönes Lesezeichen. Das gefällt mir. Sandy Marcia, die Todesküsserin. Und hier so ein kleines Notizbüchlein mit dem Buchcover drauf. Cooler Goodie Bag. Und das sind Küsse. Gut. Was zum Snacken. Und das hier, das hat mir der Jamie in die Hand gedrückt, glaube ich. Denn das sind, glaube ich, die Protagonisten oder die Charakter aus diesem, aus Adula. Das ist hier der Protagonist, der Durion, der Dunkelelf oder Elb. Und hier noch
Das kannst du ja als Aufkleber, oder? Oh, cool. Die ganzen Charaktere hier noch als Aufkleber. Geil. Und als Postkarten. Ja, cool. Oh, schaut euch das an. Das ist ja geil. Super gemacht. Das ist echt schön. Ach Gott, ist die cool. Eleanor. Ach Gott, die ist ja allerliebst. Sieht ja total süß aus. Cool. Nara. Cool. So, das ist mal echt auch eine coole Idee. Ja, das war's eigentlich. Mal eine neue Schlüsselbund anhängen. Ja, das waren die Bücher, die ich von der Leipziger Buchmesse mitgenommen habe. Leider, wurde es dieses Mal nicht mehr. Aber das ist immer ganz schön anstrengend, dann noch mit Gepäck und der ganzen Kameraausrüstung und so. Noch mehr wollte ich dann von Leipzig nicht mit nach Hause schleifen. Ich werde sowieso weiter, vor allem auch wieder die nächste Zeit im Stellensand Verlag einkaufen. Auch ganz, ganz viele Bücher aus dem Sternensand Verlag in Zukunft lesen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.